Hallo, lieber Skorpion, ich grüße dich zu deiner Botschaft für den Monat September. Wie immer, es ist ein allgemeines Reading, es kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Spüre in dich. Wenn nicht, schau auch bei deinem Mondzeichen oder bei deinem Aszendenten. Vielleicht sind da Informationen für dich dabei. Und wir schauen jetzt mal, was der Monat September dem Skorpion mit auf den Weg geben möchte. Okay, so, hoppala. So. Und was dir gesagt wird, was wichtig ist für dich, wo du hinschauen darfst und was kommen möchte. So. Eine Botschaft bitte von euch. Und von euch auch bitte. Dankeschön. So. Lieber Skorpion, was haben wir denn da? Okay. Ach ja. Okay. Du hast in diesem Monat Erzengel Gabriel an deiner Seite, der dich unterstützt. Und zwar aus alten Energien, wo du vielleicht so ein bisschen innerlich zersplittert warst, wo sich noch nicht alle Puzzleteile von den Energien zusammengefügt haben. Diese möchten sich jetzt aber zusammenfügen. Dass du wieder in deine Energie kommst, es ist ein allgemeines Reading, der liebende Mann oder die liebende Frau. Wichtig. Du darfst auf deine Intuition hören und du kannst sehr gut manifestieren in diesem Monat. Das heißt, du kannst die Energien jetzt auch mit dem Vollmond nutzen, der jetzt kommt, um das reinzugeben, was du gerne möchtest. Aber auch wichtig, hier nochmal hinzuschauen. Alte Schnüre, Beziehungen, also alles, was mit zerstörerischen Mustern zu tun hat. Da darfst du hinschauen, diese Zeit nutzen. Wir befinden uns ja auch ab dem 10. mit dem Vollmond im rückläufigen Merkur, wo wir immer auf uns schauen dürfen. Und wenn du diese Energie nutzt, dann kannst du dieses jetzt heilen, an dir arbeiten, nochmal genau hinschauen, wirklich alte Schnüre zu durchtrennen. Es können noch ganz, 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 ganz tiefe alte Schnüre sein. Achte darauf, entferne sie, das, was dir nicht gut tut, denn hier möchte ja Liebe fließen. Sakralchakra, wichtig. Dieses auch immer zu stärken und aufzuhalten. Ganz wichtig, damit du in deine volle Kraft kommst. Somit auch voll manifestieren kannst. Deiner Intuition glauben, vertrauen und dich auch führen lassen kannst von ihr. Hier öffnen sich noch mehr magische Tore für dich. Es kann wirklich jetzt vom Herbst bis zum Winter hin reingehen. Aber hier möchte wieder die Liebe fließen in dir. Also nicht nur zu anderen Menschen, sondern auch in dir, aber auch ein Ausgleich stattfinden. So, und zwar eine Herzensliebe, aber auch die Berufung, beides. Auch hier darf ein Gleichgewicht für dich stattfinden und hier dürfen und werden sich Türen öffnen, magische Türen. Du bekommst Zeichen, Zeichen von oben, sanfte Botschaften der Liebe, Treiben von geliebten Menschen und Engeln zu dir. Also hier sind Botschaften in Form von Federn auf dem Weg zu dir. Wenn du dir vielleicht gerade eine Frage stellst, weißt du, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich löse jetzt hier nochmal etwas auf, was mich ja in
in der Vergangenheit ganz, ganz, ganz weit zurück, vielleicht sogar im Vorleben, wirklich gehalten hat, mich verletzt hat. Das brauche ich nicht mehr. Ich darf jetzt die Liebe leben, sei es in der Berufung, sei es in einer Partnerschaft. Denn das darf jetzt wieder zusammengebaut werden. Also du darfst hier heilen und wirklich, ne, zu wissen, auch ich bin in Sicherheit, ich bin beschützt, egal ob es in der Berufung ist, ob es in der Liebe ist. Ich befreie mich jetzt von alten Mustern, die ich vielleicht auch selber in mir habe, füge hier meine Puzzle wieder zusammen, dass ich wieder eins bin, der liebende Mann, die liebende Frau, die ich bin. Und ich weiß, ich bin in Sicherheit und beschützt. Und da darfst du gerne Erzengel Gabriel bitten. Er führt dich hier auf deinem Weg und bringt hier, ja, deine Gebete auch zum Himmel, zum Gott, an die Engel, an was auch immer du glaubst. Jeder glaubt an etwas anderes. Du hast es in der Hand, dich jeden Tag, jeden Moment immer wieder neu zu entscheiden. Ich bin übrigens super im Handlesen und ich finde, die neue Linie links unter deinem kleinen Finger steht für eine sehr gute Entscheidung. Ja, und du darfst dich hier für dich entscheiden, für die Liebe zu dem, was du liebst, für dich selber, dich wieder zusammenzufügen, dich von alten Mustern zu befreien, aus Ängsten zu befreien. Und das sind Ängste, die aus vergangenen Partnerschaften, Beziehungen stammen, sei es im beruflichen Bereich, sei es von der Liebe her. Und hier darfst du heilen. Wisse, du bist in Sicherheit. Achte auf dein Sakralchakra, komm in deine Stärke und dann kann hier alles fließen und somit öffnen sich für dich hier magische Tore. In diesem Sinne, hab einen wunderschönen September, einen gesegneten September mit einer wunderschönen Heilung, die hier stattfinden darf. Und wenn du magst, bis zum nächsten Mal. Ciao.